einfach. Hey, das ist einfach. Das ist schön von dir. Oh, das ist schon wieder so ein Video. Ja, ja. Ich hätte dich nochmal zurückgebracht oder sowas. Ich bin zu sagen, ein bisschen peinlich. Ich habe extra beschissene Musik mitgebracht. Was ist denn welche? Geht's jetzt wieder mit vorbei? Ja. Bist du aufgeregt? Ja? Zeig mal deine Hände. Ein schönes Wochenende im Mai. Nahmen wir uns plötzlich frei. Die Schweizer haben uns eingeladen. Also sind wir losgefahren. Schnell das Auto vollgepackt, Gitarren, Bier und Handgepäck. So war die Fahrt dann auch sehr lustig. Wir tranken viel und waren sehr durstig. Wir in der Schweiz, der Schweiz. Der Treffpunkt war in Schleiz, in Schleiz. Keine Angst, wir kommen wieder und wir singen unsere Lieder. Wir in der Schweiz, der Schweiz. Der Treffpunkt war in Schleiz, in Schleiz. Keine Angst, wir kommen wieder und wir singen unsere Lieder. Yeah. Müsstest du nicht pullern? Ja. Yeah. Ich kann mich ein bisschen hinlegen hier. Das ist nicht. Der König muss mal Dai-Dai machen. Hallo. Wie geht das zu? Der Käse auch. So. Ey, das ist geil. Was glätzt denn jetzt so beschissen? Guck erst mal, wie du überhaupt fährst. Weil ich fühle mich noch nicht wohl. Was ist jetzt hier in der Fahrlehrer? Du kannst aber Auto fahren, ja? Ich fühle mich in deiner Links. Gegenwart auch nicht wohl. Christian, fühlst du dich in meiner Vergangenheit wohl? Auch nicht. Kopfverteidigung. Oh, Alter, das gab ein Kasper zum Frühstück. So, jetzt erstmal schönes Rührei. Ein Baguette. Sie verblätt. Oh, ein schönes, schicken Fajita. Hab ich. Stimmt gar nicht. Also der Kamera leuchten deine Augen richtig. Ja, weil ich Liebe empfinde für dieses Sandwich. Ganz rochen, wenn wir essen. Ja, ich glaube nicht. Okay. Okay. Dann muss ich mal jucken, wenn du blendst. Ja. Einfach so eine Raum. Nein! So eine raumgeworfene Antwort. So, und noch mein Getränk. Hallo. Getränk. Was ist auch noch da unten drin? Da. Getränk. Muss er mal suchen. Was hast du denn? Nee, das ist meins. Nee, Wasser, bitte. Ja, weiß ich auch, was du willst. Nee, komm, bevor es hier zu warm wird. Hier ist überhaupt kein da. Das ist leer. Nee, da ist auch noch ein volles. Kann ich auch während der Fahrt suchen, oder? Ja, aber such's doch einfach mal jetzt. Ja, fahr du doch einfach mal los. Das kann ich ja nicht, ohne Getränk. Ach so. Hier ist überhaupt nichts drin. Motorölwechsel ist erforderlich. Ja, ist noch den Bus repariert. Ja, wissen wir schon. Sollen wir mal machen? Kannst du machen gleich, wenn du alles mit hast. Ich bin Generation A-Team, verstehst du? Ich hatte alles, was ich brauchte, da. Nee, da hat er ihn checken lassen, das geht noch die Fahrt. Wenn ein bisschen Generation MacGyver, weil der war alleine. Da hat er keine Waffen gehabt. Da hat so. Die Werkstatt hat aber keine Zeit die Woche. Nee. Hast du Waffen dabei gehabt? Hm? Hast du auch keine Waffen dabei? Wieso nicht? Aber wir können ohne Geld. Hast du jetzt die Flasche mal? Und was die ist? Ist die voll? Ja. Dann ist es die Flasche. Geht mir schon wieder auf den Sack hier. Guten Tag. Da stehst du die Schulter tot. Martins Army Tourvlog. Nein. Wir wollen aber eigentlich Morgen nach Rot. Verona. Morgenrot Tourvlog. In Verona. So wie immer ist da immer ein kleines Moment, dass König Stöbi eine kleine Krise kriegt. Ich habe mich mit deiner Band beschäftigt. Ja, ja. Und ich liebe sie. Ja, ja. Genau wie 9mm.
Millimeter Assi Rock'n'Roll. Ja. Verstehst du? Guck doch mal hinten rechts, da schleift doch was am Rad. Was machst du jetzt? Hä? Was machst du jetzt? Wir machen jetzt gerade unsere Backline fertig, bereiten uns jetzt langsam für die Bühne vor. Und ich muss aber jetzt mal abchecken, was an Material noch so gebraucht wird. Ja. Check. Bis gleich, Baby. Was machst du jetzt so? Rumgucken. So, jetzt weiß ich Bescheid. Was machst du jetzt? Aufbauen. Und du fährst das Auto weg. Also, dann. Nee, das kann ich nicht. Das geht Führerschein. Ach ja. Gut aus. Ja, gut, ich habe alles schon aufgebaut, siehst du? Today is a. It's an episode of Rick's Rig. Today I will be playing a SVT7 Pro from Ampeg. I just imported this one from the States 2 months ago. Was machst du, Carsten? Ich koche. Du kochst? Ich hab heute Schnitzel mit Spargel, hast du Bock? Oh. Komm, da bist du auch mal draußen, wie du mal ein bisschen arbeitest. Arbeite ich ja nie. Stimmt. Das ist das Schöne, wenn du arbeiten. Wo ist der Reserver? Ja, dann musst du aufgucken. Reserver. Steht das? Da drauf. Ja, wo denn? Ja, du musst dir die Jacks anmachen. Da siehst du. Das ist alles. Ja, siehst du. Siehst du, hier steht's. Der Pfeifer. Hier steht's drauf. Der Pfeifer. Der Pfeifer. Sonnenroll. Beste, was die Schweiz zu bieten hat. Mhm. Mal gucken, was läuft. Ich trage seinen Stuhl. Operation Heulender Wolf. Alles klar. Erster Abenteuer. Und ja, genau, was wird das denn auch hören und sehen, warum? Singst du auch mit diesem Abenteuer? Nee, ich jaule. Die Box ist kaputt jetzt. Ist schon wieder eine schöne Verzögerung. Erklär das mal bitte. Wir haben jetzt hier einen kleinen Delay aufgrund eines technischen Defektes. Aber nicht von unserer Seite her, weil nee, deutsche Produkte. Wir müssen trotzdem unser Set einkürzen. Auf zwei Lieder. Eine Stunde. Also wir spielen jetzt nur noch 5 Lieder. Aber jetzt gleich hauen wir den Schweizern die Löcher aus dem Käse.
Also, nein. Dann wirst du fertig. Carsten war wirklich gut. Aber der bewegt sich halt auch nicht. Da kann er sich nicht mehr verspielen. Wer war der Beste? Ich. Atze. Wie gewohnt. Semi. Wer war der Beste? Der Beste war natürlich Christian. Auch wenn er Fehler gemacht hat. Rick. Hat so viel gekippt. Ja. Wer war der Beste? Ich. Ich? Perfekt. Perfekt. Wer war der Schlechteste? Der andere. Rübi. Wer war der Schlechteste? Christian Stöbe. Aber niemand macht so perfekt Fehler wie Christian. Und wer war der Schlechteste? Ja, bestimmt der Holländer. Guck, ach, das ist schön. Wie war's? Ich hab das gewusst. Ich kann nicht sagen, Christian Stöbe hat den Soundtrack für manches Leben geschrieben. Zwischen Weiden und Wiesen, die Natur genießen, auf dem Weg zu einem Wasserfall. An dem See gesessen, überteuert gegessen, später hatten wir Durchfall. Über Land gefahren, dass wir Berge sahen, das beeindruckte uns sehr. Ganz entspannte Tage, ohne Frage, was will man mehr? Wir waren auf Tour mit den Jungs durch die Schweiz. Und das hatte einen ganz besonderen Reiz. Schon lang nicht mehr so viel gelacht wie auf dieser Tour. Ein Trip ins Nachbarland ist Party pur. In der Hurtenstraße 137. So ganz einfach. In 8640 Hurten. So, und dann brauchen wir Arburg. Arburg. Christian Stöbe. Super Christian Stöbe. Ich bin die Salatschüssel meiner Kuh, nicht das Klo ihres Hundes. Ich wollte sagen, das ist Humor, ey. Ja. Ist das Ahorn? Ahorn. Ja, könnte doch Bihorn sein. Kankerlei. Das sind eine Linie. Das wächst seit Urzeit auf den Gräbern unserer Vorfahren. Wenn es ein Rasen hier verscharrt. König Theodin von Rohan. Ja, den haben sie im Bach gehauen, ist klar. Das ist Power. So hast du heute Morgen auch gepisst. Ja. Hat auch fast so geknüpft. Oh Mann, Alter. Das ist Skinner, wie es leid und wird. Ja, in Höhen rum. Carsten, alles gut, Junge. Carsten, tut mir leid. Nimmst du die Entschuldigung an? Hatte. Ja, es tut mir leid. Okay. Das nächste Mal ist jetzt nicht so blöd. Haben sie ja früher gemacht, ne? Wir haben von Rayon, Rachner, von Rayon, den Vogel, die Beine abgeschnitten. Ein Flöckdreuse bei. Ja. Das haben wir vorhin gekuchelt. Hatten sie? War mit der ersten Flöten. Nimm das bitte auf. Ich hab noch nicht so lange. Du bist doch Flötenspielerin vom Beruf. Reier beim Flöten. Ich war erst dafür gehört. Gibt's heute nicht mehr wegen Tierquälerei? Ich hab noch in keine Reier. Ja. Reine Reier. Ein ganz seltenes Instrument. Beste war trotzdem. Was? Krabifuß. Krabifuß? Siehst du das? Ja, sicher. Du kannst doch noch nicht aufhören. Reihe auf Flöte. Aus der Kupferzeit, ne? Ja. Eisenzeit, so Kupferzeit, so die Dreher rum. Ja. Man weiß es nicht genau. Wo sie gerade frisch die Klappfalle erfunden haben,
weil der, die damalige Reiher ja, haben sie mit Stahlknappfeilen gemacht. Mit gleich eingespissen, wenn noch Eier gab, über diese Füße greifen, hat er sich mit den Peen reingestellt und die Falle zugeklappt und das sind die Peene abgeschnipst. Der Reiher ist Rollo, kann da nicht mehr, atmen und fliegt und ist halt unten. Und da wussten sie nicht an der Stelle, was machen wir jetzt mit den Reiherbeeren? Hast du Flöten dran? Hast du Flöten dran? Du kannst doch den Leuten nicht von Insider wissen, wo die gar keinen Bezug von haben. Doch, genau deswegen. Und dann wollen die wissen, warum. Und dann, dann glauben die das auch. Guck mal, das schöne Reiherbeinflöten. Hm? Haben sie später noch hier Bahnflöten draus gemacht, verschiedene, also weil sie ja verschiedene Längen hatten. Verschiedene Reiherbeinlängen. Reiherbeinflöte. Reiherbeinflöte. Altgermanische Reiherbeinflöte. Das haben wir wohl gegoogelt. Guck mal, guck mal. Boah, ich hab was im Ohr, ey. Ja, hört mal kurz her. Operation Heulender Woll, Teil 2 läuft jetzt. Von der Bühne gefallen. Ich habe viel getrunken. Von hinten angegriffen, vorne, ich sag mal, die Front zugemacht. Ich sag mal, meine Mittelfeld war semi. Wer war der Beste? Stöbi hat nicht gemeckert, also war ich der Beste. Thoman hinten, kannst du ganz vergessen, hat 3-4 auf immer reingelassen. Kannst du das machen? Der Beste war wie immer Christian. Tja, Abwehr. Abbas,
Ja, schlecht. Du musst halt ins Rio, das ist schon okay, aber ist halt scheiße, wenn man voll immer zurückgreift. Schlechteste war bestimmt der Holländer wieder. So wie gestern. Oder schlechteste? Nee, ach, lass mal meine Klamotten drinnen kommen. Das ist so ein Kunde, siehst du? Damit haben wir immer zu tun. Hier trinken da draußen. Kommst du von der Toilette gerade? Nee, von oben. Aber die Toilette ist. Ist das? Damit haben wir mal zu tun, Kinder. Mit das haben wir mal zu tun. Das hier. Der Arme, lass ihn in Ruhe. Da beschwert sich immer, weißt du. Der Arme. Hier, das ist hier dein. Selber die Person. Get out! Get out! Tschüss. Was sind wir denn eigentlich? Was kriegst du denn? Wir müssen 415. Ladies and gentlemen, I'd like to present to you Christian Stöbe. Ja. Ja, das ist leider euch Spaß. Christian Stöbe. Komm, also zeige uns mal einen Weg. Das. Da lang müssen wir. Ist noch nicht 9:12. Ja, es ist um 2. Wir könnten ja noch 10 Stunden hier rocken, bis es wieder um 12 ist. Habt ihr Lachs? Get into the hotel. Get in the chopper. Get in the Gerüst oben. Hört doch mal auf mit dem Kamera. Ja.